Ich kann mich hören. Schon mal gut. Das ist schon mal gut. Einen wunderschönen guten Abend. Es ist Samstagabend, da kann man ja mal einen Test machen, oder? Ist hier irgendjemand da zufälligerweise? Hallo? Hallo? Irgendjemand da? Meine PlayStation 5 wechselt gleich in den Ruhemodus. Irgendjemand da? Irgendjemand zufälligerweise da? Wo ist denn hier der PlayStation-Eumel? Hier! So versammelt ihr euch vor mir, hungrig, verzweifelt, drückt eure... Ich will zurück an den Anfang, ich will halt den Startbildschirm... ...eure Kinder an euch. So, irgendjemand da, zufälligerweise? Kannst du mich hören? Test, Test. Ich bin da. Archie, du bist da. Okay, pass auf. Wunderschön, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Ich wollte nur mal kurz wissen, wie das Bild für euch zu Hause ist. Und ob ihr den Ton hören könnt. Weil dann habe ich das wirklich hingekriegt. Mit alles hier einmal. Ach Leute, echt jetzt. Komm schon. Mein Gott. So. Warte, warte. Könnt ihr das hören? Könnt ihr den Sound hören? Bild und Ton ist super. Echt? Ich weiß, ich bin hier dunkel, ne? Aber ich finde das eigentlich ganz schnucklig so, weil ich will ja gar nicht super auffallen, ne? Dein Bild ist etwas so... Oh, echt. Ich sage es und im gleichen Moment kommt, aber dein Bild ist ein bisschen dunkel. Ich bin doch auch in Stimmung. Meinst du, ich will mich hier mit einem Kegellicht im Gesicht hinsetzen, oder was? Aber funktioniert. Wir spielen mal was. Wir gucken mal, ob es ruckelt oder so. Auf der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, das gelangte Geralt Test, ne? Ins Dorf weit. Habe ich das irgendwie so? So. Wo ist sie? Da ist sie. Ruckelt irgendwas? Kann man. Funktioniert das? Läuft super. Ist auch 1080, ne? Müsste eigentlich ganz cool sein. Ich liebe das. Also die Musik, der Sound, der Aufbau von diesem Spiel. Wie ihr seht, ich bin noch nicht weit. Ich habe das einfach mal ausprobiert, ob es funktioniert, ne? Weiter so, Plätze. Ich habe da noch gar nichts gemacht. Hau ab! Gerard! Also, das ist jetzt ja hier nur rumgetestet, aber es funktioniert wirklich, ja? Nicht so schnell, Plätze. Ruckelt nichts bis jetzt. Sehr gut. Na dann. So, ey, okay, das ist doch mega cool. Das Einzige, was ich mir jetzt noch irgendwie überlegen muss, ist, wie kriege ich hier den Chat irgendwo hin? Ich muss hier irgendwo den Chat haben. Irgendwo muss ich hier, ich müsste mir einfach hier den zweiten Hocker hinstellen und da drauf den Fernseher mit dem Chat. Weil ich kann nicht immer da hingucken, ne? Ich meine, ich kann schon. Aber da ist, weißt du Bescheid, ne? Na, das ist doch großartig. So. Ich wollte ja mal gucken, wo war denn da hier nochmal die Bibi und Dings da rumster? Hier, ne? Was habe ich mir denn alles gekauft? Schon. Meine Sammlung. Also das können wir alles spielen. Könnt ihr das sehen? Ja, ihr könnt das sehen, ne? Oder? Ui, Olli zockt. Olli testet, ob es funktioniert. Ne?
Also ich mache das halt ein bisschen anders. Ne? Ich sitze nicht an meinem Schreibtisch und so, sondern ich sitze hier auf einem Hocker, weil wenn ich auf dem Sofa da sitze, penne ich ein, ne? So ungefähr. Ich will ja, ich habe mir so einen großen Fernseher auch gekauft, damit ich das genießen kann. Weißt du Bescheid, ne? Deswegen sitze ich davor. Das Soundproblem habe ich mit meinem alten Kopfhörer gelöst, weil ich das da in diese Mini-Soundmaschine da einstecken kann. Der Sound kommt automatisch, der liest die PlayStation irgendwie, das ist total geil. Und das sind die Spiele, die wir haben. Ja, Bibi und Tina. Ab! Bibi und Tina. Dreck. Schmutz. Also ich weiß nicht, wann ich mir die gekauft haben soll. Ich glaube, die müssen irgendwie... Ich glaube, das habe ich geschenkt bekommen. Also Last of Us habe ich, glaube ich, für... Das war ein super Angebot, als ich die PlayStation neu hatte. Da haben mir alle gesagt, Batman, das soll so super geil sein. Elex, naja klar, ne? Ist ja logisch. Wer wird Millionär? Bibi und Tina war Spaß. Spider-Man war bei der PlayStation dabei. Uncharted soll auch großartig sein, das ist bei der PlayStation dabei. Man of Medan kann man zu zweit spielen. A Way Out kann man auch zu zweit spielen. It Takes Two kann man auch zu zweit spielen. Das mache ich mit André. 12 Minutes ist eklig. Kennt jemand von euch 12 Minutes? Last of Us? Ja, ich gucke gerade die Serie und so. Also, ich bin ehrlich. Ich würde furchtbar gerne Witcher spielen. Und ich würde furchtbar gerne Hogwarts spielen, weil ich bin ein riesen Harry Potter Fan. Top 10 Spiele in meinem Land. FIFA, hau mal ab, FIFA. Genshin Impact. Das Laternenritual. Klingt wie drei Freunde, das, nee, fünf Freunde, das sind wir. Minecraft. Deutschland hat einen merkwürdigen Geschmack, oder haben das alle? Ich weiß es nicht. Was haben wir denn sonst noch so? €80. Was ist das denn? Ist das auch so ein Masterpiece-Ding, oder was? Oh. Das habe ich, glaube ich, auf dem Rechner. Season... A Letter to the Future? Was ist das denn? Das sieht ja spannend aus. Sowas mag ich, glaube ich. I think I mag sowas. Kennt das jemand? Welches Haus würdest du in Hogwarts wählen? Naja, das, was mir der Hut gesagt hat, ne? Das Haus von Harry Potter. Kann ich nichts für. Das finde ich geil. Ich glaube, wir bleiben bei Mensch, ärgere dich nicht, ne? Ist auch geil. Da kaufst du dir eine PlayStation 5 und spielst Mensch, ärgere dich nicht, oder was? Hau ab! Horizon Zero Dawn habe ich auch. Ich habe auch da ganz viele Spiele liegen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber wir müssen ja mal irgendwann anfangen halt, ne? Ich wollte nur gucken, ob es funktioniert. Also, ich mache nochmal hier Gedönsgedings, warte kurz. Ich will Anfangsbild. Wie kriege ich ein Anfangsbild nochmal? Wo komme ich denn hier raus aus der Nummer? Hier? Oh, nee. Guck mal, das wusste ich gar nicht, dass man auf dem Pferd sitzen schlagen kann. Wie komme ich denn hier raus aus der Nummer? Ey, da steht! Oh, ruhig! Ich muss doch irgendwie... Wie komme ich denn ins Menü? Hier vielleicht? Ah! Wie komme ich denn hier raus? Wie komme ich denn an den Anfangsbildschirm? Weiß auch keiner von euch. Da muss auch keiner wissen irgendwie. Na gut, dann halt nicht. Dann gucken wir einfach nochmal, ziehen mal ein bisschen die Waffe. Rückwärtsgang rein. Und hopp, plötzlich. Rückwärts. Okay, wieso habe ich tun?
Ach so, das ist, liegt am Spiel. Weiter so, Plätze. Nee, doch nicht. So, bin ich hier unten zu groß, zu klein? Oh, dieses bisschen dunkel. Leute, wenn ihr zu Hause Computer spielt, macht ihr da eine Lampe an und haltet die bei euch auf dem Kopf? Ja, mach ich schon mal. Finde ich total geil. Ey. Mach Strahler an und direkt auf dein Gesicht. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich finde das total spannend und total geil. Dann mache ich hier doch nicht eine Lampe hin und halt mir die Lampe an den Kopf. Ich meine, das Game ist dunkel. Es ist dunkel da. Da, siehst du irgendwo Sonne oder was? Beweg dich. So, hier, pass auf. Wir machen jetzt Meditation. 87 Stunden. Also irgendwas stimmt scheiße mit dem Kopfhörer nicht, glaube ich. Warte mal. Ah, ja, siehst du? Hieran nichts. Ah, siehst du? Der Verbindungsstück ist in die Arsch. It has a Wackelkontakt. Which is totally nervig. I have to fix that, I guess. Now it works. So, meditieren. Du kannst das jetzt nicht tun. Warum nicht? Ach so, kann man das nicht auch? Ah, wait for it. Wie steige ich ab? Wie steige ich denn ab? Ich muss ja irgendwie absteigen können. Steige ich denn ab? Ah. Wie drücke ich denn? Ah, okay. So. Ey! Du sollst das wegstellen. Ah, warte. Meditation. Ja, ihr dürft lachen, aber ich mache das zum ersten Mal. Ey! Meditation. Fertig? Ah, Sonne! Guck mal! Okay, doch nicht gar nicht wirklich Sonne. Das Bild aus dem Game ist etwas dunkel. Indirektes Licht wäre nicht schlecht. Ey, sag mal! Leute, was ist denn los mit euch? Was ist denn los mit euch? Was ist denn indirektes Licht? Also ich möchte, dass du da einen 5-Punkte-Strahler in die Fresse knallst. Yay! Guck mal, so kann man springen anscheinend. Warte mal. Ey, bleib zurück. Hier. Wie kann ich denn... Ah. Tja. Ruhig. Geil. Die Realwelt ist zu düster. Na, also es ist hier halt scheiß Wetter. Warte mal, wir können ja mal gucken. Kann ich weiter rummeditieren? Es muss ja mal irgendwann gutes Wetter werden, oder? So ein faules Schwein, der Gérard, ne? Ohne Scheiße, ich sag dir das. Ah! Also, ein bisschen besser zumindest. Gérard! Warte, geh doch mal nach vorne. Was ist das denn? Banzai! Mein erstes Monster. Ey, bleib da. Halt! Ich mach dich platt! Halt!
Habt ihr den Frosch gesehen? Ich krieg nicht. Gérard Depa Super und krieg nicht mal den Frosch da. Guckt euch den an hier. Das Viech gesehen? Scheiße, Dreck. So, also jetzt hier da Sonne und so. Ist es jetzt besser? Ist es jetzt hell genug und so? Und das Gras ist nicht grün. Das Krötenmonster. Kann ich eigentlich auch schwimmen? Anscheinend nicht. Oder ist nicht tief genug? Hallo. Wenn ich euch so unterhalten muss. I have Spaß. This is really nice. Ab wann kann er denn schwimmen? Also ihr müsst wissen, ich kenne mich mit diesem Ding hier kaum aus. Ne? Ich muss das erstmal jetzt. Alter. Was ist denn das für ein Wetterscheiß hier? Wo bin ich denn hier? Ach so, unter Wasser. Ja, gut, okay. Aber ich meine, da, guckt euch das mal an. So hatten wir nicht gewettet. Geiles Bild. Hallo, mein Name ist Gérard. Ich kann nicht mal eine Kröte fangen. Aber ich sehe verdammt geil aus. Hm. Gewitter. Das Wasser zu tief und zu nass. Geiles Bild, oder? Kann ich denn hier links unten bleiben? Bin ich zu groß da unten? Soll ich das Bild von mir da unten links, also das hier, kleiner machen eigentlich? Spielst du mit Maus und Tastatur? Ja, klar. Deswegen habe ich das ja gerade in die Kamera gehalten und habe gesagt, ich kenne mich damit nicht so gut aus, ne? Fünf klingt schwer. Wie viel Bier hast du heute schon getrunken, Alter? Jetzt sei ehrlich. Ist ja nicht schlimm. Guck mal im Menü, ob du das ein bisschen heller machen kannst. Alter! Es ist dunkel in dem Spiel! Was ist denn los mit dir? Guck dir doch mal die Wolken an! Ich kann... Kannst du vielleicht einstellen, dass keine Wolken kommen? Das ist Wolke... Vor Donner! Dunkel! Olli, kannst du schwimmen? Ja. Das ist voll geil. Jetzt guckst du mal einstellen, ob du vielleicht ein bisschen heller machen kannst. Literally, lauter schwarze Wolken vor der Sonne. Ich glaube, wir werden viel Spaß haben. Mama, du hast mir gesagt, du würdest mir 50 Euro für Hogwarts dazu geben, oder? Also scheiße, hier ist ein Wackelkontakt drin. Z is nerving. A lot. Oder ist es hier? Das ist hier. Scheiße, Dreck. Das ist mein alter Kopfhörer. Nee, hier. Naja, gut. Okay, wir müssen uns auf jeden Fall einen Chat basteln, dass ich da einen Chat habe irgendwie. Also stellen wir den anderen Stuhl dann hier hin. Da stellen wir ein Tablet drauf. Dann habe ich hier den Chat. Das ist also kein Problem. Und jetzt gucken wir einfach mal... Ich hätte so Bock drauf, ne? Ich hätte schon Bock drauf. Wie alt ist das Kabel? Sehr alt. Olli hat die Kraft, es dunkel hell zu machen. Ich bin doch Magier in den Witcher, oder? Wir müssen eh nochmal von vorne anfangen, ne? Ich habe das alles weggemacht da mit dem André und so.
ist denn R1? Ist das oben? Ah, R1 ist oben. Geil. Wer hätte nicht Bock drauf, oder? Information zum Spiel und restliche Hinweise. Hogwarts Legacy ist ein fesselndes Open World Action Rollenspiel, das in der Welt spielt, die erst begibt sich magische Tierwesen erforscht und entdeckst. Trinke, brauchst Zaubersprüche, Meisters Talente verbessert und die Hexe oder der Zauberer wirst, die du sein möchtest. Erlebe Hogwarts im 19. Jahrhundert. Dein Charakter ist ein Schüler, der den Schlüssel zu einem uralten Geheimnis. Dass die Welt in der Zauberei auseinanderreißen. Wir wissen ja, dass es nicht passiert. Das ist ja ein bisschen doof eigentlich, ne? Wir wissen ja, dass nichts passieren kann, weil wir ja schon wissen, wie es weitergeht. Smart, ne? Das heißt, es kann uns ja gar nichts passieren. Ok. Geile Bilder übrigens. Wir haben auch Assassin's Creed hier. Ich habe ja echt ein paar Spiele hier, ne? So ist ja nicht. Tja, was tun Sprachzeugs? Also ich finde es erstmal sehr schön. Oh, die Sonne scheint. Oh, nur kurz. Ist das Kabel so alt, dass es was wäre für Bares, für Rares? Kenne ich nicht. Ach so, das ist diese Sendung auf ZDF, ne? Nie gesehen. Es scheint zu funktionieren, oder? Ja, das ist ja alles schön und gut, aber 85 Schleifen sind 85 Schleifen. Das ist, da kann man ausprobieren, wie das PlayStation-Spiel funktioniert hier mit dem Eumelmeier. Ne? Und ich als absoluter Kenner des Eumelmeiers. Guck mal, ob das Bild okay ist. Ob das irgendwie ruckelt oder scheiße ist oder irgendwie. Eigentlich dürfte nichts sein. Oh, hab ich fortsetzen gedrückt? Und jetzt? Ja, super funktioniert. Ich hau den kaputt! Okay, wie war das jetzt? Und jetzt?
Okay, ich verstehe. Holy shit. Ich verstehe. Wie heißt das Spiel? Was macht er da? Ich habe keine Ahnung. Das Spiel ist dafür da, damit du lernst, hiermit umzugehen, weißt du? Weil ich bin ja so ein alter Sack, der das nicht kann. Alter. Hallo. Mein Name ist Gerard. Ich habe ein Pferd und zwei Schwerter. Ich glaube, ich habe auch einen ziemlich großen Penis. Aber dazu kommen wir später. Geil. Ich finde allein die Geräusche jetzt geil. Könnte ich einfach im Hintergrund laufen lassen, wenn ich irgendwie arbeiten muss oder so. Oder irgendwelche Sachen aufschreiben muss oder so. Geil. Ohne Scheiß. Lagerfeuer. Ich bin ein zufriedener Hexer. Ah, okay, also, wenn ihr alle sagt, dass das quasi okay ist, dann hat sich das ja gelohnt, dass ich das ausprobiert habe. Das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig geil. Ja. Genau, da sehe ich mich auch übrigens. Das ist wirklich nur dafür da, dass du halt lernst, mit dem Ding umzugehen halt irgendwie, ne? Und du kriegst halt diese ganzen Dinger gezeigt, wie das wackelt, wie das bzzzt und so, ne? Das ist schon richtig, richtig, richtig cool. Ich bin 56 und kann das. Ich bin Genie. Ja, richtig. Bist du auch. Aber nochmal, wenn das im Spiel dunkel ist, dann kann ich das nicht heller machen. Verstehe Sie, ihr Lieben, Saftsäckinnen und Saftsäcke zu Hause. So, die Frage ist jetzt, the question, Masafakasse, ist jetzt, ob wir Hogwarts irgendwie, ne? Ob wir Hogwartsen. Es ist so teuer, ich habe so Bock drauf. Ich finde halt Harry Potter total geil. Ich finde diese Diskussion furchtbar, ätzend. Und jeder, der mich kennt, weiß eh, wie ich drauf bin und wie ich ticke. Insofern juckt mich das auch nicht. Ich finde es eigentlich schlimm, dass Leute, die vielleicht Jahre auf so ein Spiel gewartet haben, das jetzt nicht spielen können oder nicht auf ihrem Channel streamen können, weil sie denken, dass sie dann in der Luft zerrissen werden. Finde ich ganz schrecklich. Wo leben wir denn, ey? Also echt ekelhaft. Also das würde mich zum Beispiel nicht jucken, wenn irgendeiner hier reinkommt und meint, was bist du denn für ein freifeindlicher Arsch? Also soll er halt meinen. Ne? Also das ist mir total scheißegal. Ich weiß aber, ich weiß nicht, wie es bei Harry Potter ist, aber ich weiß, dass es bei Witcher, muss ein ewig langes Spiel sein, ne? Also, ja. Aber eigentlich habe ich Bock. Ich habe richtig Bock. Ich würde erst Witcher zocken vor Harry Potter. Läuft nicht weg, das Game. Das wird aber auch langweilig, das Spiel. Welches Spiel? Witcher? Du bist der Erste, der mir sagt, dass Witcher langweilig wird. Echt? Na gut, das zu wissen. Diese ganze Debatte um J.K. Rowling in Verbindung mit dem Spiel ist so lächerlich, finde ich auch. Ich muss das Spiel holen, Astro. Aber das ist doch bei der PlayStation 5 dabei, Jasmin. Der tote Oma ist... genau. Witcher war auch nicht meins, aber Rollenspiele schon. Also ich kann dir eine Sache sagen... Als ich das mit André hier probiert habe und so, ob das alles funktioniert, hat er sich halt totgelacht, ne? Und sagte, Alter, du musst das spielen vor Leuten, die lachen sich kaputt, weil ich halt, ne, bin halt ein bisschen anders als andere, glaube ich.
was das angeht. Und ob man das spielen mag oder nicht, glaube ich, könnte das sehr lustig werden. Habe die PlayStation 4, ja, aber dann bringt dir das Spiel ja nichts. Das ist ja quasi dafür gemacht, dass du diese ganzen, das wird schwerer, der geht nach vorne, nach hinten, wackelt und so, ne? Das bringt ja dann nichts. Oder bringt das schon was mit der PlayStation 4? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich damit nicht so aus. Es gibt nur eine Art der Versuchung, eine Versuchung loszuwerden, ihr nachzugeben. Nur Geld, das ausgeben, nur was? Nur Geld, das ausgegeben wird, erfüllt seinen Zweck. Was? Verstehe ich nicht. Ja, also eins steht fest, wenn, dann fangen wir das von vorne an. Ich hatte immer Bock, diese Klassiker zu spielen. Witcher, allen voran Witcher. Dann Fallout 4, ist es Fallout 4? Ja, Fallout 4. Ja, das sind alles so epische Dinger, ne? Das sind alles so 10 Tage, 10 Stunden Spiele, irgendwie sowas, ne? Aber ich bin froh, dass es funktioniert. Kommata machen das Lesen einfacher. Ja, ich bin halt total weit weg vom Chat irgendwie. Das ist gerade nicht so leicht. Detroit Becomes Human. Scharnhorst, Fighter. Ich werde nie Detroit Becomes Human spielen können. Denn, Detroit Becomes Human ist die witzigste Geschichte, die mir auf Twitch, glaube ich, jemals passiert ist. Ach, der Ticket-Ticker ist noch drin hier, ne? Laura Loft, die wundervoll aussehende, tolle Sängerin und Lady, hat Detroit Becomes Human gespielt. Und ich habe das... Hab das bei ihr geschaut. Weil ich wollte wissen, was es ist halt und fand das total spannend. Und hab das bei ihr geschaut und dann machte sie Pause und sagte so, und morgen, wir versuchen, das Spiel wirklich so zu lösen, dass wir irgendwie alle retten, sozusagen halt. Ne? Und ich, ja geil, freue ich mich auf morgen oder einen Tag später oder zwei Tage später oder wie auch immer. So cool. Und fängt an und ein bisschen Palaver, ein bisschen Gesinge, alles cool, alles easy. Und ich weiß bis heute nicht, ob sie das mit Absicht gemacht hat. Aber meiner Meinung nach hat sie sich so da reingesteigert, dass man sie aufs Glatteis, also dass die Spielemacher sie aufs Glatteis führen wollen, dass die Frau Entscheidungen getroffen hat, die nicht mal ein Staubsauger getroffen hätte, so er denn Entscheidungen treffen könnte. Und ich glaube, sie hat es geschafft. Also ich glaube, sie hätte es nicht nur geschafft, den kompletten Planeten zu zerstören, sondern auch den Urknall rückgängig zu machen mit den Entscheidungen, die sie getroffen hat. Ich kann mich noch daran erinnern, ich bin vom Sofa gerollt vor Lachen. Wenn das Absicht war, sage ich dir, war das super großartig gemacht. Ansonsten fand ich es total schön zu sehen, wie jemand so zum Zweifeln seiner Entscheidungen gebracht werden kann, dass er nicht weiß, was er machen soll. Und es war so fucking lustig. Das war so, so fucking lustig. Ich habe so gelacht. Wahnsinn. Wahnsinn. Echt absoluter Wahnsinn. Aber ich weiß halt, was passiert bei Detroit Becomes Human. Das ist jetzt irgendwie für mich nicht spannend. Ich habe auch bei Gronkh, das war das Erste, was ich ja gesehen habe, Witcher. Witcher und Assassin's Creed Unity, glaube ich. Und habe gesehen, boah, wie geil sind Computerspiele eigentlich, ne? Also, ich kenne, sagen wir mal,
den Anfang von Witcher. Ich weiß, dass da irgendwann ein Brunnen kommt, das haben wir auch schon mal gespielt irgendwann. Dass da irgendwann ein Brunnen kommt und dann musst du da rein und irgendwas finden und so, und das weiß ich alles noch, aber dann hört es halt auf. Sprichst du von mir? Nein. Von Lara Loft. Dann empfehle ich noch Red Dead Redemption. Das ist nicht meins. Das ist nicht meins einfach. Deswegen gucke ich keine Streams von Spielen, die ich noch spielen will. Ja, also ich glaube aber, dass du bei Detroit Becomes Human gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Lösungswege, ne? Also ich würde gerne Witcher, Hogwarts und Fallout 4 eigentlich schon auch gerne. Fallout 4 habe ich mir auch bis zu einem gewissen Punkt angeguckt und dann wollte ich es halt noch weiter gucken, weißt du? Und mich würde so interessieren, wie es ausgeht, ne? Ja, aber gibt, und Last of Us. Also ich weiß nicht, ob ich Last of Us 2 spielen muss, da habe ich ein Problem mit. Also ich bin noch gespoilert worden, bevor das Spiel rausgekommen ist, glaube ich. Und das ist für mich wie Logan. Ich muss Logan nicht sehen, wenn ich weiß, dass Wolverine stirbt. Brauche ich nicht. Wolverine ist für mich Wolverine. Ah! Ne? So, da brauche ich nicht Wolverine sehen, wie er drauf geht. Brauche ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Und, naja. Ja, genau, Destiny. Ne? Schon richtig, richtig geil. Aber wir haben ja, ich habe ja ein paar andere Entscheidungsspiele. Warte. Wait for it. Ich habe mir ein, zwei zugelegt. Warte. Ich mache mal hier. Oh, Gérard! Ist das denn bei Witcher nicht genauso, dass du da Entscheidungen treffen musst und so? Das ist doch ähnlich, oder nicht? Oder täusche ich mich? Oder ist das da schon sehr festgelegt? Du hast so eine riesen Open World, oder nicht? Achso, ich hab die Alerts gar nicht eingefügt. Das müsste ich auch noch machen. Dankeschön. Dankeschön. Drücke eine beliebige Taste. Zum Fortfahren machen wir nicht. Wo ist denn hier? Bibliothek war es, ne? Schwubbel die Wumms. PlayStation Plus habe ich auch. Ach, Abonnement ist leer. Hier, die habe ich. Also 12 Minutes zum Beispiel könnten wir zusammen machen. 12 Minuten wiederholen sich die ganze Zeit und du musst die Lösung finden, wie du aus dem Raum rauskommst. Holy shit. Takes Two mache ich mit André, freue ich mich drauf. Voll geil. A Way Out will ich auch mit André machen. Oder wie auch immer, wenn er Zeit hat. Hier, Until Dawn. Ne? Until Dawn ist doch. Und hier, Man of Medan ist doch, glaube ich, auch. Story. Ich weiß nicht mal, was das hier ist. Knockout City? Keine Ahnung. Oh. Wieso spielt man ja die ganze Zeit so Musik an eigentlich? Until Dawn muss ich auch noch... Zocken. Ist halt mit Entscheidungen. Ja, ne? Es hat, ist das gleiche quasi wie Detroit Becomes Human in anders. Ne? Ist halt kacke, wenn du da zwischendurch, also sagen wir mal, du musst halt einfach nur immer so pillepalle Entscheidungen treffen, entweder passiert das oder das, das ist dann halt so. Und dann kommen so Ereignisdinger und dann sitzt Olli da und weiß nicht mal, wo der Kreis ist. Ich weiß bis jetzt sicher, dass da der Kreis ist und da das X. Alles andere kann ich mir nicht merken. Ich weiß nicht, ob oben das Dreieck ist oder links das Dreieck ist. Ich weiß nicht, wann man die Dinger benutzt und wann man den benutzt. Ich weiß nicht, ob R1 oben ist oder unten ist. Und wenn dann da kommt, renne los! R1, R3, R4, R5! Dann weiß ich nicht, wo das ist. Wir machen den was? Ich kann das nicht lesen. Wir machen den... Uni... Ich lese Uni, das kann aber nicht sein, oder? Wir machen den Uni fertig. Genau, wir
wissen alles. Günni, achso. Tasten finden wirst du schon reinfinden. Das kommt mit der Zeit. Ja, das glaube ich auch. Okay. Es funktioniert. Wir haben Bild. Aber das Bild ist zu dunkel. Es ist Nacht. Der Mann sitzt am Feuer. Mach das Bild heller. Das ist so geil, ey. Aber ich probiere das jetzt aus. Ich probiere das jetzt aus mit Chat. Warte. Le Chat. Le Chat. Frühestens bei 5000 Mal Witcher sterben. Was? Frühestens beim 5000 Mal Witcher sterben. Hä? Ah ja. Von mir aus. So, wir bauen uns einen Zockerpodest. So einem Sinn. Hier hin. Sieht geil aus. Muss ich gleich mal aufnehmen und eine Insta-Story machen. So, zack, 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 zack. Komm, 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 komm. Komm schon jetzt. Mein Kanal. Würdet ihr alle mal irgendeine Scheiße spammen jetzt? Bitte? Damit ich sehen kann, ob ich das lesen kann. Irgendwie. So, das Bild ist zu dunkel oder so. Das Wasser ist zu nass. Genau. Ey, cool! Es funktioniert! Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab doch nur den Knüppel angehoben. So versammelt ihr euch vor mir. Hungrig, verzweifelt. Ja! Packt eure Kinder. Wo ist das hier? An hier. Geil, ey. Geile Mucke. Ich mal gucken, wie mir das gefällt. Geile Mucke. Ich verstehe nicht so ganz, warum die nach so einem epischen Ding wie Witcher 3 Cyberpunk gemacht haben, anstatt ein geiles Witcher 4 rauszuballern. Hätte ja nicht direkt im Jahr drauf sein müssen. Ah, okay, jetzt sehe ich gerade, dass da irgendwelche Leute schreiben. Das geht natürlich gar nicht, ne? Wie stelle ich denn das aus? Wie stelle ich das denn aus? Geil, so Leute, ne? Hallo! Leute. Ich bin's, Limettentasche. Hau ab! Wie fändest du das, wenn mitten in dein Spiel irgendjemand reinschreiben würde? Wie stelle ich das denn aus? Wie stelle ich denn aus, dass man mir schreiben kann?
hat Olli Witcher 1 und 2 gezockt. Warst du auf dem Mond? Bist du auf dem Mond gelandet oder was? Natürlich nicht. Bist du wahnsinnig? Wie mache ich das aus? Nee, ich spiele gar nichts, wenn hier eingestellt ist, dass mir jeder schreiben kann irgendwie. Weiß keiner, wie man das ausstellt? Nein, spielen wir nicht. Auf gar keinen Fall mache ich das. Z-Nerves. Hier vielleicht. Ich weiß nicht mal, dass ich Freunde hab. Ich hab keinen Schimmer. Wo sind die denn? Die Freunde. Ah, ist das nervig. Das ist schon wieder so nervig. Wieso kann mir einfach Leute schreiben? Home-Button deiner Freunde. Was ist denn der Home-Button? Der hier unten in der Mitte, oder was? Ich habe keine Freunde. Da steht nichts mit Freunden. Da steht Home, Wechsler, Mitteilung, Game, Base, Musik, Downloads, Uploads, Ton, Mikro, Zubehör und Oliver Petri und ein- und ausschalten und anpassen. Mitteilungen vielleicht? Limettentasche. Kann ich hier nicht stören dran machen? Dies bleibt eingeschaltet, bis du dich aus deiner PS5 ausloggst. Option. Hallo, kann ich Option? Wie mache ich denn Option? Wo ist denn? Hä? Wo ist denn ein Knopf mit drei Querstrichen? Ach du Scheiße, wo ist denn ein Knopf mit drei Querstrichen? Geh zum Control Center, wähle Mitteilung aus und aktiviere nicht stören, habe ich gerade gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Freunde, die schreiben, sind ganz dünnes Eis übrigens. Ganz dünnes. Lieber Herr Dr. Jin, wie geht es dir und Ihnen? Und sind Sie glücklich? Hä? Mann, ist das dunkel bei dir. Ihr seid Arsch und Geigen. Aber ich mag Ärsche und Geigen. Insofern ist das schon ganz in Ordnung. Uns geht's blendend. Das ist das Wichtigste. Z, Motherfuckasse, is the most important thing, you know? So, now we are drehing this a bit. So, that you can see the Ollie sign in the background. Verzeihung.
ich. Hier. Ne? Vierte Witcher-Teil heißt Olcha. Und ich darf singen. Olcha 1. So, goes me set on the sack. Ja, set goes me on the sack, because I can see. We have to do this differently. Warte. Wait for it. Wait for it. I don't care. I don't care. Und Olli, du am Zocken? Was gibt's da zu lachen, du Arsch? I think it burns. Am Ende spielen wir doch, wer wird Millionär? Das ist doch nur ein Test, ihr Saftsäcke. Das ist doch nur ein Test. That is a test. You know that, right? Und es wird eine Katastrophe werden, because I can't do that. I have never that gemaked until now, you know? But I guess it could be funny. So, wisst ihr was, wir machen jetzt, also wir starten ein neues Spiel und Tutorialen auf jeden Fall. Is that okay for you, motherfuckers? Wo bin ich denn? Hallo? Ah. Ist es zu laut, ist es zu leise, sag mal was. Witcher 3 hab ich durch! Wie wahrscheinlich 30 Millionen andere Menschen auf diesem Planeten auch! Ich aber nicht! Du kannst ja umschalten! Außerdem ist es verdammt dunkel, das Spiel! Ich hab schon viermal gespielt. Geile Mucke, oder? Durch den nun der Ruf der Eulen schallt. Doch nur eine Seele liegt entzweit. Das Spiel ist auch viel zu lang eigentlich. Warum bist du eigentlich noch hier, 5 Klingenschwerte? Hä? Das Spiel ist zu dunkel, das Spiel ist zu lang und außerdem habe ich schon durch. Aber mach du mal, Oliver. Geil. Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag. Ich kann hiermit gar nicht umgehen übrigens. Ich bin Olli, das ist meine PlayStation 5 und das ist Gérard Le Exer. Und ich hoffe... ...dass das Spiel so geil ist wie die Mucke. Ich weiß, dass das Spiel uralt ist. Es ist der Grund, warum ich auf Twitch gelandet bin, vor 6 Jahren. Ich habe mich auf so einen Stuhl, auf so einen Barocker gesetzt, falsch rum. Ich habe das Gefühl, als würde ich mitreiten. Verstehst du? Festmach-Eumelmeier. Pole Mikrofon.
So. Okay, Leute. Eigentlich wollten wir nur testen. Wir machen das Tutorial. Aber nur das Tutorial. Heute. Und dann sagt mir doch mal, bevor wir das machen, wer kennt das Spiel schon? Wer sagt sich, kann ich mir auf gar keinen Fall nochmal geben? Und wer sagt sich, oh mein Gott, ist das geil! Oder gibt es auch Leute von euch, die das noch gar nicht kennen? Kann ja auch sein. Du musst doch auf Start drücken. Ist mir so, weißt du, ist manchmal ein bisschen wild. Ach, ist nicht wahr. Geiles Spiel, der Wichser. Keiner bis jetzt gespielt? Keiner Lust, irgendwas zu schreiben oder was? Einfach nur die Geschichte, das Schwert um die Geschichte, Blut, Schweiß, Tränen, Todesmarsch zurück. Wir waren natürlich das erste Spiel auf der PlayStation 5, was ich überhaupt jemals in meinem Leben gespielt habe. Das erste Spiel mit einem Controller. Wir machen natürlich Todesmarsch, oder? Ist doch wohl ganz, ganz, ganz klar, oder? Freistoß, dann hau doch ab, Alter, wenn es dir langweilig ist. Ich hab's noch nie gespielt. Was ist denn los mit dir? Olli drückt sich vor dem Start. Das ist richtig. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Einfach nur die Geschichte, das Schwert und die Geschichte. Ach, fuck you. Tutorials anzeigen. Brauche ich nicht. Spielstand aus Witcher 2 simulieren. Ein. Ok. Laut ist es. Holy shit. Ist das bei euch auch so laut? Soll ich es leiser machen? Ganz leiser. So laut bei euch zu Hause? Ja, nein, vielleicht. Besser so? Ist halt ein fucking Computerspiel von 2015, glaube ich, ne? 8 Jahre alt. Ist schon krass, oder?
ficken! Entschuldigung. Dieser Mann hat zwei wundervolle Füße und eine Krabbe zwischen den Beinen. Und eine Krabbe zwischen Dingen, die ich jetzt nicht nennen kann, denn es ist noch nicht nach 10, glaube ich. Wo hängt die Uhr? Ach, die Uhr hängt ja da jetzt. Es ist nicht mal viel nach 8. Sex mit Tieren, Ladies and Gentlemen, ist verboten. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Du sollst dich nicht amüsieren, sondern beeilen. Es ist schon Mittag. Twitch-Ban incoming. Du hast Ciri versprochen, mit ihr zu üben. Geh, sonst langweilt Wesemir sie mit den Radierungen zu Tode. Desimir. Na dann, bis später. Bis später. Ich weiß, dass da jetzt gleich ein Tutorial kommt. Ich wollte aber eigentlich nur testen, dass das funktioniert. Ich wusste ja nicht, dass über 200 Leute so bescheuert sind. Hallo Leute, wir spielen! Ich spiele! Das kann eigentlich nur in die Hose gehen. Na, Baby! Das Spiel ist 8 Jahre alt. Geil, oder? Here we go! Care more! Was machen wir denn? Was können wir da machen? Außer gehen. Können wir irgendwie was machen? Außer gehen? Na, oh, da. Tür öffnen. Umdrehen. Verschlossen. L2. Ist das L2? Ah! Schick mal! Ja, und jetzt? Wo ist der Schlüssel hin? Hallo? Geil, Schlüssel untersuchen. Und wo ist er hin? Wo ist der Schlüssel hin? Ey! Manchmal lasse ich Sachen verschwinden und weiß nachher selber nicht mehr, wo sie sind. Aber jetzt kann ich da die Tür öffnen, oder? Oh. Hallo. Ach so. Ah, also wenn ich hiermit wackel, dann, Aber hier gibt es ja bestimmt noch mehr. Hab ich bei Gronkh gelernt, man muss alles mitnehmen, was nicht nied- und nagelfest ist übrigens. Kann ich auch schlagen? Hey, Sir! Ein bisschen Schattenboxen. Ich habe gestern beide Creed-Filme gesehen. Scheiße. Der Bergpass ist schön wie eh und je. Das Spiel ist von 2015. Und es ist viel zu dunkel, Oliver! Holy f... Kann ich springen hier irgendwie? Das kannst du jetzt nicht tun! Okay, gut. Oh, geil. Diese Version ist natürlich aufgebessert. Ja, das ist die aufgebesserte, ne? Aber trotzdem, mein Gott, fett, fett, Boba Fett! Hör nur ich das oder stöhnt da irgendjemand im Hintergrund? Ich weiß, dass das Ciri ist und ich weiß, dass wir jetzt da rumrennen müssen und ich habe so verkackt. Ja, ist zu dunkel. Ich mach's wieder an. Ist ja gut. Ist ja gut. War das nicht Hexersinne?
Le Zindexer. Hey, das ist doch rot. Da kann ich doch was mitmachen, oder nicht? Du hast keinen Saft mehr. Ich weiß. Du könntest mir nach den Übungen noch welchen besorgen. Muss ich jetzt die ganze Zeit L2 gedrückt halten? Wegen Hexagesinnerei, oder was? Was ist hier los? Was ist das für ein Zeichen da? Hallo, mein Name ist Girard. Ey, drehen, untersuchen. Flieder und Stachelbeeren, natürlich. Geralt, hör auf, in meinen Pflegemitteln zu kramen. Viel ist ja nicht zu tun, blöde Kuh. Ich will auch was machen. Als wir das ausprobiert haben, bin ich halt nur quasi vorbeigerannt, ne? Also, deswegen, ich weiß aber auch nicht, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Da ist rot. Weißt du, Ciri macht sicher nichts aus, noch etwas zu warten. Das ist ungehörig und außerdem unvernünftig. Kojak, möchtest du das umstellen? Ich stell's für dich um. Ist gut. Warte, damit du auch glücklich bist in der Schweiz. Warte, bitteschön. Und ich spiele Computerspiel? Was ist denn da passiert, ey? Vielleicht machen wir auch abwechselnd Hogwarts und Brustwarz. Und Witschwarz. Ich möchte noch etwas bei dir bleiben, lass uns unvernünftig sein. Du hast recht, ich sollte nach Ciri sehen. Ich will nicht vernünftig sein. Aha, daher weht also der Wind. Ficken! Geh mit ihr trainieren und komm dann wieder. Solange kann ich mich hübsch machen. Von all den Frauen, die ich kenne, bist du die Einzige, die das macht, bevor... Kennst du denn viele? Ist das wichtig? Ich denke immer... Blöde Frage. Aber hübsch. Hübsch ist sie. Also L2, ne? Hast du gerade nichts Besseres zu tun? Ach, hau da ab, ich will hier, hast da zu dem Dings. Kleidung, die nicht schwarz-weiß ist? Mhm. Ich will doch Dings und Bumsen. Warte, wo ist denn hier? Ach, da. Wo ist der Tisch? Ah. Boah, ist das gemütlich, ne? Ohne Scheiß. Ich könnte mich nicht auf so ein Sofa setzen. Hi, Curry, wie geht's dir? Sag dir direkt, Curry, wenn du heute Abend wieder über vegane oder gesperrte Gebiete quatschen willst oder so, bitte nicht. Nicht heute Abend... Bitte nicht. Ich wollte nur gucken, ob ich das zum Laufen kriege. Ich habe es zum Laufen gekriegt. Und jetzt werde ich mich gleich... Nur Silber. Gold passt nicht zu meinem blamieren. Zimmer. Das solltest du wissen. Ey, das ist ja hier mit räumlich hin und her gehen und so. Geil. Keinen Sex mehr. Ich habe leichte Schwierigkeiten, geradeaus zu gehen. Der alte Hexer schläft tief und fest. Natürlich verschwand Ciri irgendwohin. Der alte Hexer verschwand... nee. Da sieht das gut aus. Heuliger Doppelfick. Sie zieht die Praxis wohl der Theorie vor. Hm? Was? Zeit aufzustehen, Meister. Sind die Lektionen so langweilig, dass selbst du einschläfst? Verdammt, sie sollte Notizen zu Gule und Algule machen. Ich wollte die Augen etwas ausruhen. Diesen Schinken sollte sie durchackern? Kein Wunder, dass sie verduftet ist.
Jan von Brugge ist reizlos, aber verlässlich. Nicht so wie dieser Quatsch, der heutzutage gedruckt wird. Sie trainiert mit den Pendeln, nicht? Wie oft muss ich ihr das noch sagen? Nicht alleine üben. Das bestärkt nur die Fehler. Bring unser Fräulein in den unteren Burghof. Sie will üben? Das kann sie haben. Sei nicht wütend auf sie. Warum nicht zum Teufel? Dieses Küken weigert sich zu tun, was man ihm sagt. Das magst du doch an ihr. Gut, es ist wohl Gorri, teilweise mal... Geh mir doch nicht auf den Sack jetzt mit aber irgendwelchen damit Sachen. Muss Schluss sein. Sofort. Was ist denn los mit dir? Man darf das Monster töten nicht auf die rechte Schulter nehmen. Ciri muss das begreifen, wenn sie eine von uns werden will. Poppen wir gerade lauter Dinger hier auf irgendwie. Olli, du musst das machen. Olli, du machst... Ich spiele das zum ersten Mal. Lass mich doch mal hier jetzt was machen einfach. Hä? Danke. Falsch. Also ich spiele es nicht zum ersten Mal. Ich habe es vor 4 Jahren irgendwann mal mit dem Rechner gespielt. Ach, darum wolltest du unbedingt üben. Schlag zu. Easy. Ah. Du bist nicht im Zirkus. Pirouette. Falsch. Beinarbeit. Genug. Runter. Mit Salto? Was glaubst du wohl? Easy. Na gut. Augenbinde ab. Du hast noch was vor dir. Deine Reflexe sind immer noch langsam. Für einen Hexer vielleicht. Meinst du, dass Ertrunkene und Striegen Rücksicht darauf nehmen, dass du nicht mutiert bist? Wobei ich an deiner Stelle mehr Angst vor Wesemir hätte als vor jeder Striege. Ihm nicht zu gehorchen, ist unklug. Ja schon, aber das Buch war furchtbar langweilig. Ich weiß. Und du weißt, dass das keine Entschuldigung ist. Tut mir leid. Kommt nicht wieder vor. Besser nicht. Wesemir hat gesagt, wenn doch, musst du eine Schüssel typisch trotziges Salz. Genau. Also benimm dich lieber. Na los, wir üben unten mit den anderen. Rennen wir über die Mauern? Tutorial überspringen habe ich beim letzten Mal gemacht. Ich weiß, dass ich jetzt gnadenlos versagen werde. Hannes Handalmeis! Na klar. Na klar. Ist das eine Hexerschule oder ein Elfenbadehaus? Ich bin zuerst unten. Wenn du fällst, vielleicht. Wie komme ich da jetzt hoch? Wieso zeigt er mir an Springen, wenn ich da jetzt nicht hochkomme? Hallo? Ach so. Halt die Fresse! Du bist viel jünger als ich, blöde Kuh. Ich hab das noch nie gemacht hier. Ja, und jetzt? Was habe ich dir übers Atmen gesagt? Durch den Mund im Rhythmus der Schritte. Immer regelmäßig. Siehst du, das könnte ich sein. Ciri, lass den Quatsch. Wieso ist der so, wieso guckt der dahin? Wieso guckt er nicht dahin, wo er hingeht? Ciri? Wo gehst du hin? Ich weiß ja eigentlich wohin, aber ich tue ja nur so. Ladies first und so, ne? Was ist jetzt los? Oh. Hallo? Denk mich mit. Hast du Probleme? Hier geht's lang. Ich wollte dich nur testen. Hier, guck mal. Ist viel schöner. Wo bin ich denn hier? Ey, ich muss das echt. Hallo? Halt, was ist denn? Halt! Komm schon! Geht die einem die ganze Zeit im Spiel so auf den Sack eigentlich? Fliege. Geralt, was ist denn? Komm schon! Kleinen Moment eben kurz. Geralt, was ist denn? Komm schon!
Ist sie jetzt ruhig? Geralt, was ist denn? Komm schon! Geralt, wer ist denn? Komm ab! Gibt's nicht irgendwie Expectum, sei ruhig um oder so? Geralt, was ist denn? Komm schon! Holy shit! Ja, ich komme. Und zwar sowas von schnell. Warte, wo bist du? Da lang? Hier, ich renne. Ich überhole dich. Tschüss. Muss ich hier lang? Na also. Ich werde dir schon zeigen. Ich muss nur noch wachsen. Und aufhören zu reden. Definitiv. Was ist jetzt? Hier und jetzt? Das war das Tutorial? Da habe ich jetzt richtig viel gelernt, oder? Danke fürs Zuschauen. Das war das Tutorial. So, jetzt mal ohne Spaß, ne? Ich wollte, geh zu ihr. Hau ab. Wir machen jetzt hier den hier. Ich wollte doch nur testen, ob das Ganze funktioniert. Und ob überhaupt irgendjemand zuguckt. Ne? Und, wie speichere ich denn? Scheiße. Speichern! Ciri, bitte speichern! Hier vielleicht? Nee, hier auch nicht. Menü öffnen? Oh, ist das die Karte? War die nicht viel größer? Wo ist das Dreieck? Da ist das Dreieck. Das Ding ist halt riesig, ne? Daran kann ich mich noch erinnern. Holy shit. Geil. Okay, wie speichere ich denn? Auch nicht. Hier auch nicht. Wo kann man denn noch drauf drücken, dass was passiert? Hier vielleicht? Jetzt das Mikro an oder aus? Das juckt ja auch nicht, ne? Irgendwie, glaube ich, oder? Starttaste oben rechts mittig vom Pad. Da ist auch noch eine Taste. Ja, da ist auch noch eine Taste. Ja gut, das ne, kann man halt nicht sehen. So. Okay, na dann. Ne, hier, da seht ihr, da haben wir das ausprobiert. Hä? Ist jetzt gespeichert? Ja, ist jetzt gespeichert. So, also, es funktioniert alles. Betreutes Spiel mit Olli. Curry, geh doch einfach. Ohne Scheiß. Du kommst rein, direkt hier irgendwie 1000 Nachrichten, bla und so weiter. Zu viel, hau ab. Ohne Scheiß. Ich habe das noch nie gemacht. Ich finde das total lustig und spannend und so. Und du kannst in deinem eigenen Stream hier da rumkacken und so. Weg. Gehen Sie. Es funktioniert alles. Ich bin schon mal stolz, dass ich das hingekriegt habe, dass alles funktioniert. Es scheint nicht zu ruckeln, es scheint alles zu klappen. Der Sound ist da. Ich habe Sound. Mein Trockner hat Sound. Das wird mir nochmal sagen. Hau ab! Übrigens, ich spiele das nicht, weil du das auch spielst, wenn du das auch spielen solltest. Ne? Dabei Optionen kann man Seller machen.
Magic! Magic! Geil, oder? Habe ich von Gerard gelernt. Ey, es funktioniert wirklich. So, und jetzt, ne? Jetzt? Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir nichts mehr. Es ist spät. Diese Sounds sind aber auch einfach geil, ne? Wir könnten ja mal ein erstes Let's Play rausbringen auf YouTube. Gucken bestimmt ganz viele Leute, weil noch keiner ein Let's Play von Witcher gemacht hat. Ist ja wohl klar, oder? Alright. Geh weg. So. Ich würde so gerne Hogwarts mir kaufen. Und dann abwechselnd Witcher und Hogwarts spielen oder so. Warten wir mal ab. Es gibt aber noch kein Let's Play von Olli. Ja, das weiß ich auch. Aber trotzdem. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so... Ne? Aber ich glaube, das könnte sehr lustig werden. Also ich hab Bock. Es funktioniert. Jetzt muss ich das alles wieder zurückbauen. Und wenn ich Lust habe... Ich hab Hals und Nase zu übrigens. Ne? Vielleicht hört man das auch ein bisschen. Ich habe Schiss, dass ich morgen krank bin irgendwie. Da hab ich gar keinen Bock drauf, übrigens. Sollte das nicht der Fall sein, dann hätte ich echt Bock zu zocken. Ohne Scheiß. Without shit, quasi. Ne? Zurückbauen, wieso? Naja, weil ich doch nicht einfach hier den Stuhl hier so stehen lassen kann. Ne? Ich kann ja mal die Kamera zurückziehen und dir zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Pass auf. Warte. Wait for it. Erstmal, wir machen ja wieder Just Chatting, ne? So, Just Chatting. Und jetzt mache ich hier mal, ne? Das ist ja, da hat man mich gerade nah gesehen. Das ziehe ich jetzt mal zurück. Das kann jetzt sein, weil das alles ein Wackeligen hat und das ja die letzte Kamera ist, die funktioniert. Kann es gut sein, dass das jetzt schwarz wird, kurz. So, und jetzt kann ich euch ja zeigen, wie ich da sitze, ne? I am sitting like this, ne? You know, this. Ne? Hier ist, hier ist you. Hier ist you, sie ist also, Hopfkörner. Then I put the microphone like this. Hier, an the pulley. And then I start talking, you know. Sieht lustig aus. Es ist total geil. Wisst ihr, das Ding ist ja so, ne? Was will ich denn da irgendwie 2 Meter weit weg unten auf einem Sofa sitzen, wenn ich doch nah dran sein kann und das so mitkriegen kann, ne? Das hier finde ich schade, dass ich das Ding aufsetzen muss. Dass das nicht vom Sound her so gleichzeitig ist, dass das hier ins Mikro kann und dadurch zu euch kann. Das wird wahrscheinlich ein bisschen gedoppelt sein oder so. Und ich sag ja, ich sitze wie auf einem Pferd. Wenn ich auf Plötze bin, dann bin ich auf Plötze! Verstehst du? Das ist so dann, ne? Oh. Okay. Titel ändern. Wir machen doch Just Chatting gerade jetzt, oder? Was ist denn los? Hau ab! Ja, und das muss ich jetzt halt, ich muss den Stuhl wieder da hinstellen, ich muss die Kamera wieder da drauf stellen, obwohl die kann ich auch einfach in die Ecke stellen irgendwie. Und den Stuhl muss ich vom Tisch stellen, ja, der Stuhl steht auf dem Tisch, der Kopfhörer muss hier raus, sonst höre ich nichts. So, this is a test, es ist doch auch ein Test, Z-Vox. Es ist ein Test. Es ist ein Test, ob alles funktioniert und so. Und funktionieren super. Ist doch geil. Sehr geil.
So, Trockner ist auch fertig. Le Trockner. Ich habe noch gar keine Zigarette geraucht. Geil, oder? Sollen wir eine Zigarette zusammen rauchen und Bier trinken? Zur Feier Purleabend irgendwie. Hä? So. Aber ich bin so froh, dass das geklappt hat und ich habe Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ohne Scheiß. Schön, dass ihr mir geholfen habt, ehrlich. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und wenn ich Scheiße rede, wisst ihr doch, ich meine das doch alles nicht so ernst. Curry weiß das und ist trotzdem kacke. Ne? Manchmal macht man halt Spaß und die Person weiß das und sie ist trotzdem kacke. Das ist auch okay. Gut, dass du so weit weg wohnst, sonst würde ich jetzt Ärger kriegen. Geil. Woher willst du wissen? Ja, Yoshile, das werde ich ja rauskriegen, ne? Aber nicht heute. Ich muss mir unbedingt einen Pulli wieder anziehen. Ich werde mir jetzt 2 oder 3 Pullis anziehen, werde mich da in dieses Bett flanken. Oder ich lege mich aufs Sofa mit ein paar Decken und ich cancel dich einfach. Oh, Curry, deine Meinung zur J.K. Rowling, ne? Jetzt hätte ich fast gesagt, würde mich ja interessieren, aber bitte nicht. Das wird wieder eine Grundsatzdiskussion lostreten. Und ich weiß nicht, ob wir da einer Meinung sind. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr, aber ich hab Angst. Deswegen sag nix. Ma, danke schön. Ich hab echt Schiss gehabt. Ich hab echt Schiss gehabt, dass das nicht funktioniert. Also André hat mir gesagt, das Spiel dauert 80 Stunden. Ich schätze, dann werde ich 160 brauchen. Ich würde ja gerne jeden Sonntag zocken oder, also wenn ich hier bin, jeden Sonntag irgendwie zocken oder halt Samstag, je nachdem, was meine Mama und ich machen. Und quasi so, dass das so ist wie eine Serie irgendwie, ne? Dass man das auch nachgucken kann und so. Und ja, ich weiß, dass Leute das schon gespielt haben, aber vielleicht ist das auch schön, weil sie ja nicht wissen, was ich mache. Und wenn ich euch eins versprechen kann, dann, dass das nicht langweilig wird. Das kann ich euch auch sagen. Und vielleicht kann man so abwechselnd machen. Immer 2 Spiele irgendwie. Ja, mein Handy ist vorhin abgestürzt. Auch schön, ne? Mein Handy ist vorhin abgestürzt. Und was habe ich? Eine Zahlung? Was habe ich? Achso, ich habe ja vorhin Subs gekauft, ne? Ach so, wir müssen eine Sache eben schnell noch machen. Na, machen wir später. Dauert die Hauptstory unten 30 bis 40 Stunden. Aber Spiel ohne DLC und alle Nebenmissionen locker 80 bis 120. Mit DLC kommst du auf ca. 200 Stunden. Hast du das Handy wieder aufgehoben? Ja, Chili. Was? Alter, ich hab Handyaufgaben, da hast du noch nicht gewusst, was Handy ist. Was stehst du? Ich hab Handy aufgehabt. Du hast Handy nicht geisst, weißt du? Ich hab neue Handy. So why? Der eine ist da und eine Karte kann ich nicht benutzen, dem zweiten zurückgegeht. Kann ich auch nicht benutzen. Danke Telekom. Scheißen Dreck ist, verstehst du? Ach komm, also wenn wir schon hier sind, wie mache ich denn das Moped aus? Ne? Warte, das muss ich glaube ich hier ausmachen, ne? Hier unten. Hallo? Ah. Ging niemand? Moinsen. Ich muss wirklich gucken, wie es mir geht. Ich finde die Uhr da oben total geil. Gut, im Dunkeln kann man sie nicht sehen. Es ist so dunkel hier, Olli. Mach mal. Wer war das vorhin? Wer war das hier? 5 Sohn zu Schwert gedöns, Eumelmeier? Was ist hier los? Das ist viel zu dunkel, Olli. Geh mal ins Menü und mach mal heller.
am meisten feiere ich das ja, wenn man nicht weiß, ob das ernst gemeint ist oder nicht. Weil ich könnte mir auch gut vorstellen, wie Curry auch, dass ich einfach mal jemanden trollen würde, weil ich Spaß dran habe. Saftsack. Ist aber laut. So. So dunkel, ach, scheiß drauf. Ja, wisst ihr, das ist halt, guck mal, wenn ich jetzt dieses Super Elgato Ringlicht anmache, ne, hier, zack, dann ist sämtliche Stimmung weg. Wie soll ich denn so, oh, das ist aber spannend. Ich gehe durch einen dunklen Wald. Mist, jetzt habe ich mir in die Hose gemacht. Ich glaube sogar groß. Menno, würde ich nur etwas sehen können, dann hätte ich vielleicht neben die Hose gekackt. Scheiße. Plötze. Los, wir müssen uns beeilen. Und hoffentlich reiten wir nicht vor Bäume. Kauf dir eine kleine für romantische Abende. Mit wem denn? Mit meiner rechten Hand oder was? Oh, Baby. Schön, dass du da bist. Warte kurz, ich mache romantisches Licht für uns an. Hier, ein bisschen so, oh, Cherie, und ein bisschen so, warte kurz, warte, ich habe ein bisschen romantisches Licht angemacht für uns in den Hintergrund. Mich blendet das auch nicht mehr wirklich so. Naja, also, um mal ernsthaft darüber zu reden, wenn ihr möchtet, ich finde das gut. Ich finde auch das Ringlicht von Elgato großartig. Das blendet, finde ich, auch gar nicht. So schlimm wie manche andere Dinge. Aber, ich will Stimmung haben. Ich setze mich ja auch nicht... Ich habe gestern die beiden Creed-Filme geguckt. Die sind gerade bei Amazon. Ich bin absoluter Rocky-Fan und natürlich auch Creed-Fan. Ne? Da setze ich mich doch nicht auch hin und hau ein Ringlicht auf mich. Wenn ich jetzt irgendeinen Speedrun machen würde, ne? Und hier da dieses runde Teil, irgendeinen Speedrun machen würde und ich würde mich konzentrieren müssen, dann ist es vielleicht sogar gut, wenn es hell ist und ich kann mich konzentrieren oder keine Ahnung, halt bei sowas kann ich mir das vorstellen. Oder auch, wenn ich jetzt anfangen würde, ein paar Bier zu trinken, wir hören ein bisschen Mucke zusammen und wir machen ein bisschen Mucke irgendwie, ja? Dann, ach so, das könnte ich mal wegmachen, oder? Warte, wait for it. Dann mache ich doch das Ringlicht an. Dann mache ich hier bling blang und dann zappel ich ein bisschen rum, weil ich Bock drauf habe. Juno? Sag mal, ist der Felix eigentlich online? Dem alten Potsau? Bierpong. Fulimira spielt Bierpong. Was? Geil. Ist auch eine, würde mich freuen, wenn die kommen. Da ist er. Bonjour in Belgique. Der Felix. Bitte für die verschenkten Subs. Kann man in Tschechien seinen Pokerstars-Account nutzen? Zockt der nicht, oder? Ich glaube, da muss ich auch eine. Pante Zocke bei Felix? Schlaf dich gesund, in 5 Tage warten, weil noch Online-Stream in der Chat oder einfach zu Lex in der WG. Ja, bringt ja nichts. Ich muss ja dann trotzdem eine Utility-Bill hochladen. Ich muss mir irgendwo. Wir können einen. Bau im Townchat. Wir können einen. Was ist los? Was? Immobilien in Belgien kaufen. Was ist los? Eigentumswohnungen in Belgien kaufen. Immobilien in Belgien kaufen oder mieten. Aber wenn die doch wissen, dass das ein Textkonto erstellen kann, das aber ist. Erstmal direkt nachfragen. Was ist los? Ich muss ja trotzdem diesen Nachweis erbringen. Bezahlt mir nicht deine Steuern. Kein Poker? Ja. Bezahlt der hat doch Rumänien gut. Ja. Wir rauchen jetzt eine Zigarette zusammen und trinken Bier zusammen. Also ich.
so kein Bunker. Nee, Olli. Nee, wir können morgen ins Casino gehen. Also wir können was ist los? Frag mich. Es ist heute alles schief gelaufen, was ich glauben kann. Ich bin krank oder krank geworden. Felix live, ja, ja. X-Flix, Ausrufezeichen. Ich brauche hier einen permanenten Wohnsitz, damit ich den Pokersas BE-Account aktivieren kann. Ich brauche da eine Utility-Bill, die ich hochladen kann und dann mir den Pokersas BE-Account bestätigen kann. Und das wissen die nicht? Grind, Air and Go, danke, danke. Ach, guck mal, da ist er, der Sandro. Sandro. Ja, Sandro. Sandro gerade noch angetextet. Bevor ich mir jetzt in Belgien irgendwie eine Bleibe suche, Sandro, hast du irgendwas für mich in Asch? Kann ich irgendwo in Asch unterkommen? Ich komme mit. Dann komme ich lieber zu euch. Ja. Was das für ein Mist? Was für ein Mist ist das denn, Leute? In Asch. Dann mach ich. Ich mach euch auf die. Ich mit dir auf mit dem Paulchen zusammen. Radler. Für die Miete. Moin, Thorsten. Ich mach's für die Hälfte. Oh Gott, ey. Das ist echt. Das ist echt möglich. Was für eine Scheiße. Gute Idee. Was für ein Scheiß ist denn das? Was für ein Scheiß. Ey Leute, vielen Dank für die Hilfe, für die Geduld gerade eben. Ich freue mich, dass es geklappt hat, ehrlich. Curry, moin. Ne? Also du weißt das ja. Okay, das mit dem bitte nicht über vegane oder irgendwie jetzt irgendwie streitige Themen anfangen, das meinte ich ernst. Erstmal eine Rakete. So sieht's aus. Ja, also wir haben auf jeden Fall alle Grundlagen geschaffen. Ich werde auf jeden Fall morgen Mittag mal den André anschreiben. Wir haben ja, ich habe ja noch die Spiele, die man zu zweit spielen kann. Und der André, der Wolven, Wolfaen auf Twitch, ein Riesentyp und wir haben immer Spaß für 10 zusammen. Der spielt, glaube ich, gerade Witcher zum, ich weiß es gar nicht, 28. Mal durch oder so. Wo ist mein Feuerzeug? Merde! Festen Wohnsitz in Belgien. Das muss man doch vorher wissen. Astra Rakete habe ich zum ersten Mal vor 2 Wochen getrunken. Echt nicht übel, kann man trinken, bevor es weggegossen wird. Sivox, du bist so ein Arsch. Das schmeckt halt wie Limo, ne? Das ist halt das Wichtige bei der Sache. Also du musst halt allen Leuten, die das saufen, denen musst du halt sagen, pass auf. Nicht, dass du irgendwann einfach mal die Segel streichst. Also es gab Zeiten, da hätte ich dir eine Kiste 05er Bier wegtrinken können. Von nachmittags bis nachts, irgendwie morgens oder so. Das schaffe ich heute nicht mehr. Und ich kann dir sagen, 8 bis 10 von den Dingern, und das sind ja irgendwie dann 3,3 Liter oder so, da ist Feierabend. Aber dann ist schon richtig Feierabend eigentlich. Eigentlich muss ich mir die verteilen von abends um, weiß ich nicht, abends um, wie viel haben wir es jetzt? 9? 10 Stück. Wenn du um 9 anfängst, das ist natürlich traurig, dann sagen wir mal alle halbe Stunde 1, 2, 4, 6, 8, 10, dann bist du um 2 Uhr voll und kannst nach Hause gehen. Passt eigentlich ganz gut. Eigentlich okay. Was ist da mit Felix und Belgien? Also, du darfst ja in Deutschland nicht, also ich kann schon pokern, ja, also ich könnte jetzt auf PokerStars gehen und den Regeln entsprechend könnte ich pokern. Ich bin ja nicht von PokerStars angestellt. Ne?
wenn du von PokerStars angestellt bist, bezahlt wirst, quasi, und das wird er, ist ja kein Geheimnis, als deutscher Ambassador quasi, dann ist die rechtliche Lage schwierig, was Werbung angeht. Denn es ist noch nicht geklärt, inwiefern man Werbung machen darf in Deutschland. Und PokerStars hat sich gesagt, wir halten uns immer an das jeweilige Gesetz. Wir wollen keine Fehler machen. Und im Vergleich zu anderen Seiten machen wir keine Werbung. Wir machen das nicht einfach. Wir halten uns so lange daran, bis ein Gericht sagt, in dieser und dieser Art und Weise dürft ihr das tun. Deswegen können wir zum Beispiel auch die EPT nicht auf dem PokerStars.de-Channel übertragen, weil das sein könnte, dass das als Werbung gewertet wird und dann kriegen sie keine Lizenz, keine vernünftige, keine richtige. Und deswegen kann Felix, wenn er sich jetzt zu Hause hinsetzt und auch die vier Tische, die jeder von uns spielen darf, spielen, könnte es so ausgelegt werden, als ob Felix dafür Werbung macht und wenn halt irgendwie ein Gericht irgendwas Komisches entscheidet, könnte, ist alles nur ein Könnte, ne? Könnte es sein, dass sie sagen, ja, aber hier, ihr habt den dafür bezahlt, dass er Werbung für euch macht und das ist illegal. Und das wollen die halt nicht. Ne? Und die anderen Seiten, denen ist das halt mehr oder weniger scheißegal. Beziehungsweise, die gehen damit ein bisschen lockerer um und riskieren halt, muss alles nicht sein, aber riskieren halt damit, dass das in die Hose gehen kann. Ne? So, und jetzt haben sie Felix nach Belgien geschickt, damit er aus Belgien streamen kann. Und anscheinend hat keiner gewusst, dass du ein Zertifikat hochladen musst bei PokerStars. Das zeigt, dass du Permanent Resident, also dass du dass du da quasi Aufenthalt hast. Ja, das Ding ist halt, da muss ja mein Name auf der Anschrift stehen. Ne? Also die Anschrift und mein Name muss da. Was ist das? Das müssen die doch wissen von PokerStars. Oder? Nee, die Lizenz kommt. Ja, mit dem die Lizenz kommt. Es ist nur, eigentlich nur eine Frage der Zeit, aber die machen das halt. Ich finde das auch gut so. Die machen das halt komplett richtig. Ne? Und das wusste keiner. Na, was habe ich gesagt? Bitte kein Kommentar. Diese, ich kann das auch. Ich kann das auch. Das freut mich auch. Krank alleine in Namur. Und was machen wir jetzt? Das ist echt scheiße. Ich habe das Setup hier aufgebaut. Ich habe hier diesen riesen Monitor, die Kamera, den Laptop, das Mikrofon, hier Screen Deck, dies, das, Ananas. Ich habe alles dabei. Ich habe alles aufgebaut. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich habe heute Morgen gepackt. Ich habe sogar das Brand Life 4 Banner mitgenommen. Ich habe hier mein Essen. Ich habe Essen eingekauft. Saufen. Geil. Ja. Das ist echt kacke, ey. Das ist wirklich kacke. Das ist wirklich. Ich kriege auch noch so einen Hoodie. Freue ich mich tierisch auf. Der Flaschi ist ein ganz feiner Kerl. Prost. Ach, was bin ich froh, dass das funktioniert hat. Das war so wichtig. Ist aber auch echt blöd. So, wir könnten pokern. Wir könnten pokern. Das ist eigentlich albern, ne? Dass man da keine vernünftige Lösung für findet, das ist so albern, ne? Herr Mitchell, moin moin. Was geht ab? Ich habe getestet.
Ich habe getestet, das steht wahrscheinlich auch noch im Dings, ne? Wie das ist, ob ich meine PlayStation mit Sound und allem drum und dran ans Laufen kriege und es funktioniert. Genau, Stiftung Olli-Test funktioniert. Ich habe das wirklich hingekriegt. Und zur Feier des Tages trinken wir jetzt noch ein Bier zusammen, rauchen eine Zigarette und das war's. Und dann ziehe ich mir drei Pullis an und schwitze mich gesund. Ich befürchte, ich werde krank und dann habe ich gar keinen Bock drauf. Kann mir auch überhaupt nicht leisten irgendwie. Und komme jetzt nicht mit sowas wie warmes Bier oder so. Das finde ich sind immer die furchtbarsten, ne? Also ich mache mir immer ein warmes Bier mit Honig und dann lege ich mich ins Bett. Mhm. Hau ab, warmes Bier mit Honig. Pokandi, moin. Das ist ja das Blöde, ne? Wenn man jetzt anfängt mit dem Spiel, das dauert ewig, ne? Und ich will mich jetzt nicht in irgendwas verstricken, was ewig dauert, dann gehe ich lieber mal früh pennen, Leute. Und wenn ich Poker und Turniere anfange, dann kann das ja hoffentlich auch lange dauern. Ne? Höchstens eine warme Milch mit Honig. Das ist was völlig anderes, Sedi. Ne? Envoy of Destiny. Schön, dass du da warst beim Test. Nur ein Test. Test am Samstagabend. Auch lustig, ne? Aber es hat funktioniert. Das ist aber auch alles so seltsam. Und pass mal auf, dann nimmt er sich eine Mietwohnung, dann meldet er da einen Wohnsitz an und dann an dem Tag, wo er seinen belgischen Account hochlädt oder den nutzen kann, wird das Recht so geändert, dass du auch wieder in Deutschland streamen kannst. Olli, kannst du mir den Unterschied sagen zwischen Bekannter und Freund? Ein Freund ist inniger und persönlicher als ein Bekannter. Würde ich sagen. Felix ist ein guter Freund geworden. Würde ich sagen. Für mich zumindest. Das kann er aber auch anders sehen, ne? Zum Beispiel. Aber Felix ist ein Freund. Und dann gibt es Leute, die man halt kennt, die man trifft. Und da kann man dann sagen, das ist ein Bekannter, den Mann kenne ich. Und das ist auch ein guter Bekannter oder so. Und genau, was der Sebastian schreibt, was der Mitchell schreibt, das ist, ne, so ein Freund. Da gehst du halt auch hin und darfst mal heulen irgendwie, das würdest du bei einem Bekannten nicht machen, halt, ne? Oder der weiß halt auch vielleicht ein, zwei Sachen, die den Bekannten nichts angehen. Das Schlimmste am Schnuppen, ne? Das ist diese Rotzeschluckerei, die finde ich furchtbar ätzend. Die geht mir so auf den Sack. Dann frage ich mich immer, wo geht das alles hin? Erste Kippe heute. Prost. Oh, was bin ich froh, dass das funktioniert. Mit so einem Dualausgang hier. Zack, zack. Voll geil. Teures Kabel. In der Kneipe sind das dann alle meine Freunde. Ja, es gibt's da zu lachen. Wenn es um Saufen geht, sind alles Freunde. Zwischen Nudeln oder Pommes mit was dazu? Kann ich dir nicht helfen. Mach doch ein bisschen Nudeln und ein bisschen Pommes und was dazu. Ich bin voll gefressen. Wir hatten Nudelsalat, einen veganen Nudelsalat. Wir hatten dazu Hähnchenteilchen. Das ist nicht mehr ganz so vegan. Die auch super lecker waren. Und meine Ma hat einen Saufkuchen gemacht. Der zu 80% aus Alkohol bestand, hatte ich so das Gefühl. Aber der war auch, also den Teil, den ich hatte, der ist schon weg. Und der war auch sehr lecker. Ja, aber Curry, das ist es doch gerade.
Das ist doch das, was wir uns als Kids immer gewünscht haben. Ne? Und jetzt bist du groß und alleine und kannst machen, was du willst. Jetzt macht der arme Kerl Handanalyse am Samstagabend um 9 Uhr. Hätte ich nicht so Bock drauf, bin ich ehrlich. Hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ah, komm, wir schieben euch mal ein bisschen zur Seite hier eben kurz. So. Es hat alles geklappt. Geil. Ich freue mich ein bisschen. So. Könnte man ja mal rein theoretisch. Danke fürs Test dabei sein, Gedöns. Habe ich sehr gefeiert. Und ach, wir reden nirgends vorhin. Wir beenden einfach diesen Test. Und ich sag mal bis morgen. Ich kann sein, dass ich früh einpenne und früh aufwache und wir dann mal gucken, in das Spiel reingucken. Oder vielleicht gehen wir auch woanders in andere Spiele. Oder ich liege flach. Kann auch sein. Ich habe immer noch Kuchenzeug im Bad. Auch geil, oder? Könnte auch Sexflüssigkeit sein, aber ist sie nicht. Ich freue mich. Was? Was denn? Was? Von wem? Ja, eben. Das ist es ja gerade. Ne? Von wem? So, wer ist denn online? Zurück zu Twitch. Zurück zu Twitch. Moin, live aus dem Pfarrhaus. Das ist ja auch geil. Cool. Football, Bro, wenn American Football deine Liebe ist, bist du hier genau richtig. Ist das nicht erst morgen Nacht? Wann machen die Leute Nacht schon? Ist heute schon irgendwas mit American Football? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Egal. So, Spiel ist morgen ja eben, ne? Oder? Bin ich doof? Nein, ich bin nicht doof. So, jetzt aber. Ladies and Gentlemen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Danke fürs Mittesten und so. Ich bin weg. Ne? Man sieht nur noch meine Fransen da oben. Ein bisschen. Dankeschön, Leute. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss. Ja, hier. Ja, Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Achso. Nee, ich muss ja hier wieder. Warte. Okay. Das ist jetzt schlecht.